Glück auf und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal SSZ76. Ich bin der Sascha und heute ist das Schicksalsspiel, das Spiel der Spiele, unser Entscheidungsspiel. Auswärts, letzter Spieltag in Bremen. Ja, und dass Bremen kein gutes Pflaster ist, wissen wir alle. Ich bin auch nicht gerade besonders begeistert, muss ich sagen. Bin sehr aufgeregt heute, wie das alles enden wird, wie der Tag enden wird vor allen Dingen. Ich hoffe selbstverständlich auf ein gutes Ende, dass wir die Kurve kriegen und heute den letzten Punkt dann noch einfahren und uns retten. Ansonsten, ja, Bremen ist in einer sehr guten Verfassung. Die letzten fünf Spiele von Werder Bremen, sie haben jetzt ein Spiel verloren gehabt gegen Leverkusen auch, ebenfalls auch wie wir 5:0. Dann die zwei Siege gegen Stuttgart unter anderem und jetzt zuletzt zwei Unentschieden und auch letzte Woche gegen RB Leipzig. Ja. Wird auf jeden Fall eine Mammutaufgabe heute für uns, mal wieder. Und der einzige Trost, den ich mir heute gebe, ist einfach mal die Unterstützung, die vor Ort da sein wird. Und vor allen Dingen auch die letzten Spiele. Jetzt abgesehen mal vom Leverkusen-Spiel mit 10 Mann, aber ansonsten die letzten Spiele, die sahen ja schon relativ gut wieder aus. Und moralisch und mental sollte das geholfen haben. Tagesform wird heute natürlich abhängen, wie die Jungs drauf sind. Ich bin mal gespannt und dann warte ich jetzt auf den Zug und dann geht's jetzt auf nach Bremen also. Ankunft in Bremen jetzt und ja, alles gut gegangen wieder mal auf Zeit, aber ich lasse mal lieber besser mit die guten Omen. Hatte ich ja bei Leverkusen auch gehabt, da am Morgen, wo ich nochmal zurück musste und dann auf Zeit wieder da nach dem Markt kam und dann hat ja auch nicht so gut geklappt. Also wollen wir mal schauen, ob das alles so gut ist, weil ansonsten komme ich dann wohl lieber besser wieder mit Verspätung an und dafür holen wir die Punkte. Ja, gehe ich mal in die Stadt, zeige euch ein bisschen was und dann geht es gleich weiter. Ja, Bremen hat 570.000 Einwohner und ist eine wirklich lohnenswerte, schöne Hansestadt. Also sollte man auf jeden Fall mal hier besucht haben. So, ich bin jetzt hier am Marktplatz. Wie man hier sieht, echt schön gemacht alles und die alten Hanse-Gebäude. Und ja, um 11 Uhr sollen sich hier die Werderaner treffen, angeblich, und wollen auch einen Fanmarsch zum Stadion machen. Ich bin mal gespannt. Vielleicht kann ich das ein oder andere mit aufnehmen und ja, gegen 12 dann werden unsere Jungs dann am Bahnhof erwartet und dann werde ich mal schauen, dass wir danach dann zum Stadion kommen. Das Hinspiel endet ja 1:1. Ich habe euch das hier oben nochmal verlinkt. Könnt ihr vielleicht gerne nochmal reinschauen. Und ja, das war einer der vielen Spiele, wo wir in der letzten Minute wieder einkassiert haben. Vorher Osterhage mit dem Traumtor, wo er auch nominiert war für das Tor des Monats. Und danach der Ausgleich in der 93. Ich blende euch das hier nochmal ein.
ja, mit einem der Anlieger, oder besser gesagt mit einem der Boote wäre ich auch gerne gefahren. Aber ja, waren alle ausgebucht. Ist ja auch klar am letzten Spieltag. Und würde 16 Euro kosten. Ich hoffe dann, dass wir die Klasse halten, dass wir den nötigen Punkt bekommen und dass ich das dann nächstes Jahr nochmal nachholen kann. So, da hinten ist das Weserstadion jetzt. Gleich bin ich dann da. 42.100 passen rein. 4.200 Bochumer werden wahrscheinlich dabei sein. Und dann geht es gleich los. Die Statistik. Wir waren 34 Mal hier in Bremen bereits. Ja, wir haben 26 Spiele davon verloren. 7 unentschieden und einmal gewonnen. Und das war zuletzt 2007, 2008. Also ja, gut. Ich denke mal, heute wird es eventuell auch nichts werden, wie gesagt, mit einem Sieg. Die letzten 5 Spiele eigentlich waren sehr stabil vom Werder. Also die werden auch heute nochmal alles reinlegen. Theoretisch könnten sie in die Conference League reinkommen. Und von daher wird das ein sehr, sehr schwerer Brocken. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, können wir heute einen Punkt hier mitnehmen. Weil mit der gleichen Einstellung wie gegen Union sollte das auf jeden Fall hinhauen. Von daher mein Tipp auch, ja, nichts in Zahlen. Wir brauchen den Punkt. Ich tippe auf einen Unentschieden. Dass wir hier heute verlieren, weiß ich nicht. Das ist immer so ein Ding, ne? Kann passieren natürlich, aber ich will es nicht hoffen. Ich will es nicht hoffen. Also, ich sage ja, kein Drama heute, bitte. Kein Drama. Also, wir werden mal sehen. Und ich hoffe, dass das gut ausgeht heute. Ich bin dann am Stadion angekommen. Dann hoffe ich mal jetzt, dass wir ein gutes Spiel hier sehen. Dass die Jungs sich nochmal aufrappeln können und hier eine richtig geile Performance hinlegen, um den letzten Punkt einzufahren. Und letzte Woche beim Abschiedsspiel von Streich hat auch Patrick Beier noch ein paar Worte gesagt. Die fand ich richtig gut, weil er sagte zu den Zuschauern, die sollten sich immer bewahren, woher sie kommen, keine zu hohen Ziele haben. Und ich muss wirklich sagen, das sind wirklich starke Worte gewesen. Ich gebe euch das Video hier nochmal, ich blende euch das mal ein. Bitte bewahren Sie sich Ihre realistischen Erwartungshaltungen an diesem Club, das ist lebenswichtig. Weil genau das ist das, was wir auch im Moment als Gemeinschaft, als Zusammenhalt brauchen. Weil nichts ist schädlicher, wenn wir jetzt wieder irgendwelche Träume haben, die nachher nicht realistisch sind. Von daher gehen wir mal rein für den Verein und holen uns den letzten Punkt heute. Dann ab in den Block hier mal. Dann mal erst einen Blick in den Stadion werfen. Bin mir nicht sicher, aber ich würde sagen, das alte Weserstadion finde ich nach wie vor schöner. Was soll die Scheiße hier vorne? Jungs, Jungs, ey. Und dann beschweren sich immer, wenn sie bei uns im Gästeblock hier die Sichtbehinderung haben. Das ist ja auch gottlos hier. Werder Bremen fängt mit Bochum an und hört mit Männer auf. Wie gottlos willst du eigentlich sein beim Feindsieg? Werder Bremen, ja. Nochmal kurz aus dem Schnitt. Ich meinte natürlich, Werder Bremen hat mit Bochum angefangen, nach 20 Sekunden dann gewechselt auf Männer. Ja, und dafür würde ich nochmal sagen, Dankeschön für die ehrenlose Aktion. Wunderbar, da muss wohl die norddeutsche Freundlichkeit sein, von der man so viel hört. So, noch 19 Minuten bis zum Anstoß. Noch ist wenig los hier. Der Einlass hat gerade begonnen und ja, ist schlimmer wie bei Union immer, muss ich sagen. Ist einer nicht der schönsten in der Bundesliga. Aber wie sieht es denn in Bochum aus? Marc ist in Bochum geblieben und ist ja im Bermuda-Dreieck. Schalte ich mal zum Marc. Ich bin jetzt hier am Bermuda-Dreieck angekommen. Die Stimmung ist, wie man sieht, sehr trocken. Alles ist okay. Die Jungs sind, und Mädels sind alle noch voller Vorfreude und es liegt in Ruhe. Ich habe heute den DFB-Schal um, weil Freiburg muss doch für uns was Gutes tun. Also Sascha, sieh du zu, dass die Mannschaft jetzt aufs Feld kommt und das rockt. Also, ich gebe zurück zu dir. Ja, danke dir, Marc. Da kommen wir, unsere Jungs. Auf geht's!
Tor. Besser in allen Belangen. Die Bochum einfach zu nervös. Ja, Marc, wie sieht es beim Bermuda aus? Ich schalte mal zu dir dann. Sascha, da bin ich wieder. Jetzt hier aus dem Bermuda. Ich muss dir sagen, die Stimmung ist sehr angeheizt hier, da die rechte Seite vom VfL gar nicht stattfindet. Das bedeutet so viel wie Roschinski oder Oermann, beide sollten raus. Vielleicht sollte, wie viele Leute hier sagen, ein Bero und Asano reinkommen ins Spiel, um ein bisschen Mentalität ins Spiel zu bringen. Hoffen wir das Beste. Ich drücke weiter in die Daumen im Stadion. Zum 1-0 kann man nur sagen, Riemann hätte den Ball auch außen vor lassen können. Er hätte ihn einfach ins Ausgehen lassen können, dann wäre keine Ecke gekommen. Aber man will sehen, was passiert. Also, wir sehen uns. Zurück zu dir, Sascha. Viel Spaß. Komm, komm,
Ja, Marc, das war wohl nix leider, ne? Hatten wir zuletzt noch die Hoffnung gerade gehabt, dass Freiburg was reißt und absolut nichts gegen die Freiburger, weil das muss der VfL selber regeln, anstatt sich zerschießen zu lassen. Ja, aber wie sieht es bei dir aus jetzt nach den Ergebnissen, nach der feststehenden Relegation? Ich schalte mal zu dir zum Bermuda-Dreieck. Was soll ich dir sagen? Wir hatten eine verrückte Saison und die endet auch genauso verrückt. Was macht da Berlin? Was geht da ab, Alter? 1-0, 1-1, 2-1, scheiß Elfmeter. Was macht Bochum? Verliert 4-1. Was geht denn hier ab, Mann? Naja, jetzt heißt es nur noch eins. Hier in Bermuda ist Totenstille. Ich schätze bei euch auch, aber wir werden am Donnerstag und das zweite Spiel gewinnen. Ganz einfach, fertig. Und wir bleiben in der Liga. Wir haben noch die Chance. Also, mein Freund, komm gut nach Hause. Kommt ihr alle gut nach Hause. Wir sehen uns. Wir sind raus. Und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend. Ciao. Ja, Marc, es ist Donnerstag und Montag. Ja, erstes Spiel in Bochum. Zweites Spiel dann in Düsseldorf. Aber wie gesagt, ich gebe da nichts drauf. Ich denke mal, das wird sehr, sehr schwer für uns. Bleibt nur noch das, wer sich da noch aufbäumt, eventuell in der Relegation, aber ich sehe da im Moment wenig Chancen. Ja, wir sehen uns gleich nochmal und ich fahre jetzt erstmal nach Hause und dann sage ich mal bis gleich. Passend zum Spiel auch das Wetter wieder. Ich bin froh erstmal gleich, wenn ich zu Hause bin. Ja, ihr Lieben, gar nicht mal so einfach, jetzt irgendwelche Worte zu finden. Und ich muss sagen, ich habe jetzt ein paar Stunden Zeit gehabt auf der Rückfahrt und ja, und jetzt auch ein paar Stunden beim Schnitt jetzt verbracht. Und ich möchte eigentlich alles auch sachlich sehen. Ich bin oftmals emotional, da kann man wirklich sagen. Ich meine, nach 30 Jahren die Liebe zum Verein, das weiß ja jeder, der da blau-weißes Herz hat, ist nicht so einfach immer in so einer Situation dann die Ruhe zu bewahren. Trotzdem, ja, wir haben jetzt noch zwei Spiele die Chance, die Saison nochmal gut für uns zu gestalten. Da müssen wir als Fans auf jeden Fall alles reingeben. Von meiner Seite, ja, letzte Woche haben wir uns noch alle aufgeregt über Dortmund. Ich natürlich auch. Hab hier Marc, seinen Bruder, der ist ja bekanntlich Dortmund, habe ich auch ordentlich Zunder gegeben. Und ganz ehrlich gesagt, also wenn ich mir so ein Spiel wie heute angucke, Heidenheim spielt eine Riesensaison. Und von daher meine Glückwünsche auch nochmal an Heidenheim, wenn sie es schaffen, die Qualifikation für die Conference League. Steht ja noch aus mit dem DFB-Pokalspiel. Von daher auch jetzt schon mal Grüße und Glückwünsche an dich, Seven. Und ja, wenn man sieht, Heidenheim spielt eine grandiose, geile Saison. Die landen am Ende auf Platz 8 und dann kommt der VfL am letzten Spieltag mit so einer Einstellung nach Bremen. Sie müssen auch gewinnen, quasi auch so wie Dortmund. Und für Bochum geht es ja so gesehen ja auch um alles. Ich meine, was willst du denn noch sagen? Was willst du denn noch in die Waagschale werfen? Da geht es um alles, da geht es um Arbeitsstellen, also jetzt von der Geschäftsstelle, von oben bis unten, keine Ahnung, im ganzen Verein. Und dann trittest du da so auf mit so einer Einstellung. Das ist einfach nur bitter. Das ist einfach nur für mich nicht erklärbar. Vor allen Dingen nach dem 1-0. Da ist doch ganz egal gewesen, ob jetzt Bremen in Führung ist oder nicht. Das ist ja wie beim Europapokalspiel. Du bist auswärts, schießt die andere Mannschaft ein Tor, ganz egal. Schießt du den Ausgleich 1-1, bist du weiter, fertig und gut ist. So war unsere Situation ja jetzt auch gewesen. Aber nein, sie wurden immer nervöser. Von Anfang an nicht ins Spiel gekommen, keinen Zugriff gehabt und dann stehst du da. Ja, und ich sage ja, um nochmal vom Anfang zurückzukommen, ja, dann lässt sich der VfL zerschießen. Werder Bremen schenkt uns beide 6 Tore und Heidenheim landet dann auf dem 9. Platz und Werder Bremen überholt die sogar noch. Absolut, dann brauche ich nicht letzte Woche zu schimpfen über irgendwelche anderen Vereine. Auch jetzt Freiburg, lass sie verlieren, dann verlieren sie halt. Dann wäre da noch war hier Wolfsburg, Mainz. Das ist doch alles ganz egal, ja. Wie viele Chancen haben wir gehabt?
Köln hat uns auseinandergenommen, 6 Punkte hinter uns. Also daran kann man schon einfach sehen, was das auch für eine Saison war, was das auch immer eine Einstellung war in den Spielen. Das sind die 11 auf dem Platz. Die 11 auf dem Platz, die haben die Situation jetzt geschaffen, wo wir sind. Die 11, die erste 11 kann mehr eigentlich, aber sie wollen nicht entweder das Potenzial abrufen oder sie können wirklich nicht. Und wenn sie es nicht können, was will ein Stöger dann bei Union Berlin? Was wollen die anderen? Bernardo soll auch weggehen angeblich. Was wollen die Leute dann da? Spielen die auf einmal da anders? Ist da auf einmal alles anders? Was ist denn dann? Dann können sie auf einmal. Warum, ey Freunde, reißt euch zusammen für den Verein, ehrlich. Dann könnt ihr gehen, wohin ihr wollt. Osterhage auch, habe ich überhaupt nichts dagegen. Ey, herzlichen Glückwunsch. Geht einen weiteren Weg, alles gut. Hat auch für den VfL alles gegeben. Und da wünsche ich ihm alles Gute für seinen weiteren Werdegang in Freiburg. Aber die anderen alle, ja, reißt euch am Riemen für den VfL. Und dann ist doch gut, dann könnt ihr da hingehen, wo ihr wollt. Der VfL wird auch weiterleben noch. Der VfL hat doch damals schon weitergelebt, als XY gegangen ist. Und er wird auch in Zukunft noch weiterleben. Aber bitte, ihr könnt Fußball spielen, ihr seid Profis. Bringt es doch auf den Platz. Spielt doch einen normalen Ball. Und, weiß ich nicht. Im Moment, ja, ich sag ja, wir sind wieder dabei. Donnerstag das erste Spiel. Montag dann das Rückspiel in Düsseldorf. Alle Fans am Start. Und dann kann ich nur hoffen, dass das ein gutes Ende für uns nimmt. Dass wir dann ins vierte Bundesliga-Jahr gehen können. In dem Sinne, ja, ich danke mich, bedanke mich wieder mal bei euch. Ja, ich weiß, ich bin einfach wortlos. Ich war gestern fertig und also beim Spiel. Ich bin jetzt quasi sprachlos. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach fertig. Das hat mich jetzt wirklich fertig gemacht. Das zu sehen, wie man da wieder einmal so abgeschlachtet wird in Bremen, das macht einen fertig einfach. Von daher, mich würde es auf jeden Fall freuen für meine Arbeit, für den Kanal, wenn ihr mir hier unten noch ein Like da lasst, oder hier, oder wie auch immer, je nachdem, wo ihr seid, Handy, Laptop, Computer, was weiß ich. Und ja, eventuell noch ein Abo, und dann sehen wir uns dann am Freitag wieder. Wieder mal Donnerstag das schöne Spiel um 8:30, da bin ich dann mal gespannt, wenn ich nach Hause komme, um dann das Video dann online zu bekommen. Ich wünsche euch frohe Pfingsten, wünsche euren Familien alles Gute und dann habt eine schöne Woche und dann gehen wir in das erste Relegationsspiel. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.